Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91 und meine lieben Saiyajins und Kartensammler. Wir öffnen vom Fusion World heute das vierte Set, was rausgekommen ist, Ultra Limit. Das heißt, wir haben heute ein wunderschönes Display Opening, wo wir auf jeden Fall die wunderschöne God Rare hier jagen werden, die ihr sehen könnt. Ich würde mich wirklich mega freuen, die Karte in den Händen zu halten, aber es gibt noch drei, vier andere geile Karten, die ich wirklich richtig gerne ziehen würde. Auf jeden Fall, das Display Artwork sieht richtig geil aus, macht Laune auf mehr. Ich bin wirklich gespannt, was wir ziehen werden. Wenn du auf Display Openings und vieles mehr stehst, zum Beispiel von Dragon Ball Card Game, vom Masters, Fusion World oder auch One Piece Card Game, würde ich mich wirklich sehr über ein Abonnement freuen. Und wenn dir so ein Content gefällt, kannst du natürlich auch das Video sehr gerne liken. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet, Zeit, das Display zu rippen. So, da haben wir auch schon das gute Stück, meine Freunde. Wie gesagt, das Display Artwork gefällt mir wirklich sehr. Also hier ist Son Goku im Ultra Instinct und dann hier auch noch Ultra Limit. Schöner Name für ein Display, sehr dezent gehalten, wirklich. Sieht richtig geil aus. Passt also wirklich, passt alles. Gefällt mir wirklich sehr, dieses Set hier. Hier kann man auf dieser Seite nochmal sehen, was wir hier alles haben. Wir haben 133 Types in total, 5 Leaders haben wir. 45 Commons, 36 Uncommons, 30 Rares, 12 Super Rares, 2 Secret Rares und 3 Premium Reprints. Mal schauen, was wir kriegen werden, meine Freunde. Wir rippen auf jeden Fall durch. Ich habe natürlich wieder ein, zwei Lieblingskarten, die ich sehr gerne ziehen würde. Bei Fusion World, bei FB03 hat das ja ziemlich gut geklappt. Ich habe eine Karte genannt und diese Karte auch noch gezogen. Ich nenne diesmal mal drei Karten. Also ich würde mich total freuen, würde ich die Final Explosion von Vegeta bekommen. Oder die Super Baby 1. Aber über welche Karte ich mich am meisten freuen würde, das wäre die Super Baby 2, die Awaken Karte. Boah, würde ich die ziehen, auf die hätte ich richtig Bock. Und natürlich über die God Rare oder die Super Alternativ Artwork Rare, wie die auch hier heißen mag. Ne? Muss ja alles einen anderen Namen haben, hat aber alles den gleichen Sinn und Zweck. Deswegen, ja. Bin ich schon mega gespannt, mal gucken, wie dieses Display wird. Fusion World hat für mich Vor- und Nachteile. Vorteil ist halt die Preisklasse, in der sich Fusion World bewegt. Auch wirklich sehr schönes Booster-Artwork, also das gefällt mir sehr. Ja, auf jeden Fall die Preisklasse, in der sich Fusion World bewegt, ist halt wirklich sehr human. Kann man nicht anders sagen. Der Nachteil ist, die Preisklasse, in der sich Fusion World bewegt, ist sehr human. Nein, Spaß. Der Nachteil ist halt wirklich, es wird halt brutal viel geprintet und ist halt wirklich so mehr oder weniger ein bisschen unten durch bei den Leuten. Muss man halt leider mal so sagen. Wobei ich die Karten, ich finde, die Artworks hier haben viel mehr einen Stil von einem Card Game. Dragon Ball Masters hat brutalere, geilere Artworks, aber das hier hat mehr die Artworks von einem Card Game, muss ich ehrlich zugeben. Naja, schauen wir mal, was haben wir aus dem ersten Booster. Oh, wir kriegen hier gleich mal Dragon Ball Daima Artworks, meine Freunde. Wir haben hier den Kaioshin, beziehungsweise den Shin, mit einem sehr dezenten Holo-Foiling. Und dahinter haben wir Cooler, meine Freunde. Ganz normale Rare Holo und dann die Karte, ja. Gehen wir gleich mal in Booster Nummer 2. Im ersten Booster war leider nichts Besonderes drin, aber das ist ja nicht schlimm, wir haben ja noch genügend Booster. Ja, also ich finde, dass dieses Set hat halt echt was Gutes für Leute, die halt auch nicht wirklich sehr viel Geld da reinbrettern wollen. Da kann man sich sogar auch mal ein Case gönnen. Alter, die Szene war so brutal witzig, man, wo sie mit Boo hier einfach Volleyball gespielt haben. Wie schön, ich habe das brutal gefeiert. Die Artworks sind wirklich nicht schlecht. Alle, dass der kleine Pisser hier noch 5000 Angriff kriegt. Das ist echt, sogar ja Jirobe 15.000 stabil, Alter. So, wir haben Bulla auf jeden Fall von GT als eine dezente Holo-Karte. Und dahinter haben wir wieder Vegeta in Super Saiyan Blue. Auch eine ganz normale Rare Holo. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, also ich mache Openings von Dragon Ball Card Game Masters, Fusion World. Ich mache Info-Videos ab und zu mal. Vor allem mache ich aber halt auch Resin-Statuen Unboxing und auch vom One Piece Card Game natürlich. Ne? Also hier ist es ein breit gefächerter Kanal. Ich würde mich wirklich über ein Abonnement sehr freuen. Oh, Nappa. Oh, der sah fast aus wie ein Mittelfinger. Aber die Szene war geil. Der kommt. Zack, ist die Stadt weg.
Würde mich über ein Abonnement brutal freuen, über ein Like würde ich mich sehr freuen und natürlich, wenn du es mit deinen Freunden teilen würdest. So, wir haben den künstlich erschaffenen Mond von Vegeta, auch eine sehr schöne Holokarte. Und dahinter haben wir gleich mal unseren Secret Rare Hit, meine Freunde! Die Secret Rare von Vegito! Mega nice! Oh, eine schöne Karte! Eine schöne Karte, Alter! Wir haben unseren ersten Hit, gleich die Secret Rare, ey! Da haben wir mal gut gestartet, leider in der normalen Version. Und natürlich wird es gleich gesleeved, hoppala! Seht ihr, wenn man es nicht sleeft, dann gehen die Karten kaputt. Es wird gleich gesleeved, bevor hier ein gewisser Herr gleich mal reinschreibt, wo sind die Sleeves. Die sind hier bei mir, keine Sorge. Nice, wir gehen gleich rein mit einem Big Kit. Glaub, jetzt kann auch schon die, sagt ihr es mir mal, die Ghost Rare oder die God Rare kann hier schon gar nicht mehr kommen. Ja, von dem erwarte ich noch eine Resin-Statue. Eine muss sein, wenn man Tenshin Han-Fan ist, dann muss man halt auch seinen Bro mitnehmen. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine schöne Rare Holo von Son Gohan. Und dahinter haben wir haben General Rildo, meine Freunde. Gut, an die Secret Rare von Vegito hatte ich jetzt gar nicht gedacht als Hit. Hoffentlich kriegen wir noch was brutal Geiles, da der Big Hit ja jetzt schon nicht mehr kommen kann. Oh, eine schöne Karte von Jiren. So, Evil Buu, dann haben wir Trunks, meine Freunde, und hinter Trunks verbirgt sich die erste SR-Karte. Oh, das ist aber eine schöne SR-Karte von Nappa. Das ist aber eine Full-Art-SR, oder? Oder ist das eine normale SR? Ich bin mir sogar gerade nicht mehr 100% sicher, aber sieht richtig geil aus. Also Leute, die Karte hat was. Die Karte hat was. Nice. Das liefen wir auch gleich mal ein. Oder so, vielleicht mache ich das auch einfach am Ende des Openings, dass ich sie alle da einsliefe. Weil sonst nimmt es mir einfach zu viel Zeit, dann komme ich mit dem Booster nicht so voran. Gibt es hier eigentlich auch unter den Abonnenten oder den Leuten, die dieses Video sehen, auch Leute, die das Card Game spielen, meine Freunde? Oh, eine schöne Karte von Yamchu. Also wirklich, mit den Artworks haben die hier nicht gespart, also die sind wirklich richtig geil. Gibt es Leute, die das hier zocken? Den brauche ich, Leute. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das Spiel sich so spielen lässt. Würde mich echt interessieren. Wir haben Vegeta als eine Rare Holo und dann Freezers Raumschiff. Ebenfalls als eine Rare Holo. Frag mich, ob das wirklich beliebt ist bei den Leuten, ob es da geile Turniere davon gibt. Verkaufen tut sich's ja. Ne? Also verkaufen tut sich's. Boah, geile Karte von Jiren. Geile. Head Aura. Aura, Alter, der hat eine richtige Aura am Start. So, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Mal gucken. Also viele Nappa-Karten, muss ich zugeben. Wir haben wieder Glorio oder Golori, wie Goku den nennt. Und dahinter die nächste SR. Meine Freunde, Gotenks als eine SR-Karte. Nice. Also der Nappa war kein Full Art. Das sah mir nämlich nur am Anfang kurz so aus. Das habe ich jetzt auf jeden Fall rausgefunden. Also jetzt gleich weiter ins nächste. So. Ah ja, so, weiter geht's. So, wir haben Zen-O, Sehnchen und dahinter haben wir Great Saiyaman 2. Auch kein Mensch, weiter geht's im nächsten Booster. Ja, der große Fall vom Fusion World. Also der Preisfall davon ist wirklich extrem, finde ich. Habe ich bei einem Card Game noch nie so erlebt. Ich glaube, bei Digimon war es auch so ähnlich, dass es am Anfang echt gut dabei war und dann sehr schnell, sehr tief gefallen ist. Und dahinter die nächste SR-Karte, meine Freunde. Diesmal ist es Trunks aus GT. Auch eine schöne Karte. Schöne SR-Karte. Ja, also der Preisfall ist wirklich erstaunlich erschreckend. Weil es halt auch wirklich sehr schnell ging. Ne? Schon gleich nach dem, nachdem die ersten zwei Sets draußen waren, kam der Reprint und dann ab Set 3 ging es nur noch bergab. Und hier jetzt auch schon, das Set ist neu draußen und auch übrigens bei Playcards erhältlich. Habe ich am Anfang, glaube ich, gar nicht erwähnt.
gerne meinen Code benutzen, DBF5, und das bei Playcards bestellen. Sehr toller Shop, sehr vertrauenswürdige Leute, die dahinter sind. Sehr sicherer, sauberer, schneller Versand. So, wir haben einen Jiren, meine Freunde. Sehr schöne Holo-Karte von Jiren. Kann man auf jeden Fall in die Sammlung tun. Und dahinter der Bro von Goku Raditz. Tatsächlich diesmal die Playcards-Werbung vergessen. Link in der Videobeschreibung. Wie konnte ich nur Playcards vergessen zu erwähnen? So, Babidi, meine Freunde, Bibidi, Babidi, Bu. Und dahinter, jetzt haben wir unser Full Art Great Ape Baby. Oh, geiles Teil, geile Karte, wirklich, gefällt mir sehr. War leider nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber egal, eine sehr schöne Babykarte. Dieses Set ist wirklich sehr babylastig, also kann man nicht anders sagen. Eine sehr schöne Karte. Mega nice. Dann nehme ich mir kurz die Zeit und sleeve sie mal ein. Wow, ey, die Artworks sind echt nicht schlecht. Ist eher alternativ Artwork. Also hier merkt man das an dem SR mit einem Stern. Heißt, es ist von der Super Rare die alternativ Artwork Karte. So, weiter geht's. So. Mal gucken, jetzt haben wir schon zwei geile Hits gehabt. Vielleicht wird es ja ein 3-Hit-Display. Wäre auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht, ne? Wir haben wieder Babidi. Und dahinter verbirgt sich. Oh, was ist denn das hier, Alter? Wieder der SR Alternativ Artwork. Digga, das ist aber. Oha, Lan. Digga, was geht hier ab? Wir haben Bu, der Gohan absorbiert hat und in diesem Moment ohne die fusionierten Goku und Vegeta der stärkste Charakter in ganz Z war. Boah, Alter, das Artwork kommt brutal geil. Boah, es fühlt sich auch wirklich richtig geil an. Majin Buu Evil, Alter, schaut euch das hier mal an. Ey, seht ihr diese Details an dieser Karte? Die sehen wirklich geil aus, oder? Hier, schaut mal. Boah, ey, die Karte hat was. Die Karte hat was, Leute. Mega, ey. Wieder eine SR im Alternativ-Artwork. Brutal, Alter. Wir haben schon 3 Hits. Normalerweise kann jetzt nichts mehr rauskommen. Aber wir rippen auf jeden Fall durch. Wir rippen durch. Oder sollte ich die restlichen Booster vielleicht verlosen? Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal. Dann machen wir noch 2 Booster auf und dann ist auch gut. Wir brauchen ja auch nicht übertreiben, weil es kann ja eh nichts mehr rauskommen. So, wir haben wieder Vegeta als eine Holo-Karte. Und dahinter die nächste SR-Karte von Great Ape Vegeta als Wehraffe. Auch ein sehr schönes Artwork. Würde ich sagen, öffnen wir noch einen Booster. Ich glaube, wir sind dann plus minus in der Hälfte der Booster angekommen. Es kann leider nichts mehr rauskommen. Ich bin kein Fan davon, Displays nur bis zur Hälfte zu öffnen. Aber manchmal bestellen Leute bei mir etwas, ich muss nicht immer ein Gewinnspiel machen. Manchmal, wenn Leute bei mir was bestellen, dann tue ich einfach noch 1-2 Booster mit rein. Also wenn ich irgendwas verkaufe, und das kommt auch bei den Leuten sehr gut an. Da machen wir das so. Letztes Booster, meine Freunde, schauen wir mal, was noch geht. Sehr schöne Szene. Hat mir sehr gefallen, als dieser kleine Giftzweck endlich umgebracht wurde. Wir haben eine sehr schöne Gohan Holo-Karte. Und dahinter eine ganz normale Son Goku Super Saiyan 4 GT Rare Holo. Ja, Freunde, dieses Display Opening war ein bisschen kürzer. Wir haben einige Booster, die wir nicht öffnen müssen, da wir 3 wunderschöne Hits bekommen haben. Sehr früh. Schade, dass keines von den Karten dabei war, die ich mir gewünscht habe. Aber man kann halt im Leben nicht immer gewinnen. Ja, also wer bis hierhin geschaut hat, vielen lieben Dank fürs Schauen. Wirklich, ich würde mich über ein Like brutal freuen. Wenn du noch nicht abonniert hast, gerne abonnieren, mit deinen Freunden teilen. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten hoffe ich dir, das Video hat dir gefallen. Lass gerne auch einen Kommentar noch da. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Das war wieder euer Dragon Ball.